Production facilities in all sectors are changing rapidly, and they have to do so in order to keep up with their competitors. Digitization plays an essential role in this process, but it also increases the complexity of systems. What if a problem occurs and no one's there, especially with the current coronavirus pandemic forcing us to change things faster in this area? Digitalization in service and maintenance is the solution. Und das ist doch für die Peppel- und Fuchs-Familie gar kein Problem. Und damit herzlich willkommen zu Tag 2 unseres Online-Summits. Wir haben 3 Tage, 3 verschiedene Themenbereiche und 3 Formate, um die Bereiche näher zu beleuchten. Wir haben Keynotes, wir haben Präsentationen und Diskussionsrunden mit unseren Experten. Mein Name ist Oliver Sequenz und ich begleite Sie durch dieses außergewöhnliche Event, das natürlich etwas anders ist als sonst durch die Corona-Pandemie in Deutschland und der ganzen Welt. Sicherheit ist nämlich ein zentraler Aspekt in der DNA von Peppel und Fuchs. Und Sicherheit steht auch im Fokus dieses Online-Summits, weshalb wir uns entschieden haben, Kontakte zu vermeiden und diese Ausgabe komplett digital stattfinden zu lassen. Digital, Digitalisierung, das sind mehr als nur Stichworte unserer Zeit. Peppel und Fuchs und die Tochter Ecom Instruments sind da schon seit Jahren Treiber. Heute wollen wir auf die Prozessindustrie schauen, insbesondere mit Fokus auf Service und Wartung bei den Mobile Workern. Dazu haben wir Keynotes und wir starten mit Rolf Wessels, Geschäftsführer bei Ecom Instruments. Danke, Oliver. Hallo und willkommen bei einem weiteren Tag hier beim Peppel und Fuchs Online Summit im November 2020. Das Thema, über das wir jetzt sprechen wollen, ist digitale Transformation im Service- und Maintenance-Bereich. Worum geht es uns da? Betrachten wir zunächst mal 3 Szenarien, wie ein globales Unternehmen mit vielen Standorten verteilt über die Welt ihren MRO, Maintenance Repair Operations Bereich, organisieren kann. Und wir machen es einfach. Erstes Szenario: mehr oder weniger an jedem Standort habe ich das notwendige Personal, die Experten, die ich benötige, zu jedem möglichen Zeitpunkt, die alle denkbaren auftretenden Probleme lösen können. Szenario B: ich habe Basispersonal am jeweiligen Standort. Ich habe ein paar Experten zentral oder global verteilt, die ich aber zum jeweiligen Standort bringen muss, wenn sie denn dort benötigt werden. Beide Szenarien haben offensichtlich Vor- und Nachteile, aber beide sind möglicherweise nicht die kosteffizientesten. Aber es gibt ein drittes Szenario. Und das sieht so aus, dass wir vor Ort wieder Basispersonal, Basis-Maintenance-Personal haben. Aber das Personal ist jetzt ausgestattet mit den entsprechenden Tools, dass es die Informationen, die es braucht, vor Ort zum richtigen Zeitpunkt über digitale Systeme oder Expert-Video-Calls direkt bekommen kann. Das ist das Szenario, das wir jetzt genauer beleuchten wollen. Aber bevor wir das tun, machen wir mal einen Schritt zurück. Was war digitale Transformation nochmal? Aus meiner Sicht gibt es 3 Hauptelemente. Das erste ist grundsätzlich die Adaptierung digitaler Technologien als Ersatz für einen manuellen Prozess oder Prozesse. Es können auch Prozesse sein, die auf anderen alten Technologien beruhen, aber sie werden ersetzt durch digitale Prozesse. Zweitens, ich erhöhe meine Effizienz, indem ich innovative Produkte und innovative Technologien einsetze. Und drittens, ich habe eine positive wirtschaftliche Auswirkung davon auf mein Unternehmen. Wenn ich das nicht habe, macht das Ganze natürlich eh keinen Sinn. Wesentliche Anforderungen. Ich brauche einen transformierbaren Prozess. Was meine ich damit? Ich brauche heute schon einen Prozess, der A, gut dokumentiert ist und B, auch funktioniert. Nur dann kann ich diesen Prozess nehmen und in die digitale Welt transformieren. Ich brauche Equipment, Hardware, PCs, mobile Endgeräte. Ich brauche Software, Apps. Und ich brauche die geeignete Infrastruktur, um diese Dinge zusammenzuführen. Wo stehen wir heute mit der digitalen Transformation? Ich glaube, dass wir uns alle einig sind, dass dieses Jahr 2020 leider in die Geschichtsbücher eingehen wird als das Jahr, in dem wir die digitale Transformation ihrem ersten Stresstest ausgesetzt haben. Ich glaube, dass wir in einigen Bereichen diesen Test bestanden haben. Wenn es zum Beispiel darum geht, Mitarbeiter aus einem Office
Work-Environment in ein Homeoffice zu versetzen. Ich glaube, das haben wir gut hinbekommen, schnell, effizient und es funktioniert. Es gibt aber andere Bereiche, in denen wir uns schwerer tun. Und nach einer VDMA-Studie, die im Sommer diesen Jahres, gleich nach dem ersten Höhepunkt der Krise, durchgeführt worden ist, gibt es drei Hauptfelder, mit denen wir noch kämpfen. Das erste ist fehlende oder wenigstens verschobene Digitalisierungsstrategien in der Automatisierungsindustrie. Das zweite ist schlichtweg der Mangel an etablierten Kollaborationswerkzeugen. Und das dritte ist eine fehlende durchgängige Digitalisierung von Lieferketten und Wertschöpfungsströmen. Lassen Sie mich noch einen weiteren Datenpunkt einstreuen und der bringt mich dann auch zu den Benefits der digitalen Transformation. Nach einem Panopto Productivity Report, wo es darum ging, wie Mitarbeiter an Informationen kommen, haben 60% der Mitarbeiter angegeben, dass sie massive Schwierigkeiten haben, heute an die Informationen zu kommen, die sie brauchen, um ihre Aufgabe zu erfüllen. Und sie haben weiterhin angegeben, dass sie mehr als 5 Stunden pro Woche darauf warten, diese Informationen zu erhalten. Das alleine summiert sich auf zu einem erheblichen Kostenfaktor aufgrund der mangelnden Effizienz. Aber obendrauf, und das ist eigentlich viel schlimmer, haben 81% angegeben, dass sie extrem frustriert sind, weil sie nicht an diese Informationen kommen. Ich habe Benefits erwähnt. Ich glaube, dass das ein Punkt ist, den ich mit der Digitalisierung signifikant verbessern kann. Aber es gibt noch mehr Benefits. Der erste, der einem beim Thema digitale Transformation einfällt, ist natürlich immer der Punkt Paperless. Aber das ist wirklich nur einer. Es gibt viel wichtigere. Zum Beispiel die uneingeschränkte Rückverfolgbarkeit und die lückenlose Dokumentation meiner Arbeitsschritte. Und das bekomme ich automatisch mit. Das ist implizit enthalten in dem Umstellen auf einen digitalen Prozess. Ich kann möglicherweise Arbeitsschritte reduzieren und steigere allein damit schon die Effizienz. Ich reduziere das Fehlerrisiko. Und wir alle wissen, dass 80-90% der industriellen Unfälle heute zurückgehen auf menschliche Fehler, menschliches Versagen. Ich reduziere die Ausfallzeiten und ich habe eine deutlich leichtere Umsetzung von echtem Predictive und Prescriptive Maintenance. Wie kann ein erster Schritt zur Lösung aussehen? Für uns ist das der Connected Mobile Worker. Und heute geht es nicht mehr um eine einfache Information oder ein einfaches Asset oder um einen einfachen Anruf mit einem Kollegen. Hardware und Software bilden ein immer komplexer werdendes Ökosystem. Und Pepperlohn, Fuchs und Ecom unterstützen Sie in Ihrem Digitalisierungsprozess, indem wir Lösungen anbieten, bei denen wir diese Welten, Hardware und Software, zusammenführen. Das bedeutet, dass der Mobile Worker ausgerüstet wird mit mobilen Endgeräten, Intelligent Wearables, die ihm Remote Collaboration ermöglichen. Er braucht mobile Anwendungen, die ihm die richtige Information zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung stellen. Dasselbe gilt für Dienste, standortbezogene Dienste. Wir müssen Fernunterstützung und Diagnose durch Expert Video Calls ermöglichen. Und wir müssen sicherstellen, dass ihr die richtigen Anweisungen und Handlungsempfehlungen vor Ort bekommt. Und mit dieser Vision möchte ich jetzt übergeben an Johann de Reiter. Johann ist CEO von Iristic. Iristic ist ein führender Lieferant für Smart Glasses mit einer enormen Erfahrung im Bereich der Technologie und der Applikation. Und Johann wird uns jetzt die Welt der Augmented Reality am Arbeitsplatz von morgen im Bereich Service and Maintenance vorstellen. Hello, Johann. Thank you for joining us from Belgium. Thank you, Rolf, for the introduction and thank you for the great overview of digital initiatives Ecom currently already masters. My name is Johan de Geiter and I am the CEO of Iristic and we are the manufacturer of these Iristic smart glasses. We believe that smart glass technology will become a key technology for connected workers in the future. Frontline workers will use smart glasses to provide information to remote experts or will have access to digital information to execute their daily tasks. Since more than a year, we have the pleasure of working together with Ecom. Their Smart X smartphone is a very powerful device that connects to our smart glasses.
For those not familiar with smart glasses, maybe a short introduction. Our smart glasses are certified safety glasses equipped with two cameras, one central camera and one optical zoom camera here on the side. We are the only one in the world that have this optical zoom camera. On the right-hand side, you have a small display, allowing information to come back from a remote expert to the person wearing the glasses. You operate the glasses in two ways, either by voice commands or using the touchpad here on the side. And because of the connection with the Smart X smartphone, we have full shift battery capacity. As Rolf mentioned, more and more digital information is needed to increase the productivity of our frontline workforce. This study of Capgemini illustrates that wearable smart glasses will be a crucial technology for this digital revolution. But Amara's law applies. We overestimate the short-term benefits, but underestimate the long-term benefits. When Google Glass came to the market 5 years ago, we were thinking that in 2020, everybody in the world would be wearing smart glasses. That is, of course, not the case. But with COVID-19, we saw a significant pickup of this technology in the industry, unlocking the full potential of smart glass technology. Hands-free workers will use smart glasses in their daily tasks. And hands-free workers come in all sizes and shapes. On my left-hand side, you have a DHL logistics worker that uses the barcode scanner in the smart glasses to replace the traditional handheld scanner. Maintenance and repair are using smart glasses to connect to remote experts. And in manufacturing, our smart glasses are used to present assembly instructions to the person wearing the glasses in their daily tasks. Now let me give you three insights in the smart glass markets. Let's start with the evolution of smart glasses. First generation smart glasses, like the Google Glass, have all technology and battery mounted in the smart glasses themselves. That has some disadvantages. Heating, radiation near the temple, and limited battery capacity. That's why Ecom and Aristic created second generation smart glasses. Smart glasses themselves are connected to a smartphone, and we offload to the smartphone all heavy processing power. That makes the glasses very lightweight, and all the difficult processing is done on the smartphone. If I look at our current customer base, then these are the three most important use cases. About 70% of our customer base is using smart glasses for remote assistance. I will illustrate that in the next slide. About 20% is using smart glasses for digital workflow. Instead of using a paper-based work instruction, you get a step-by-step instructions presented in the smart glasses. You can use the smart glasses to enter values or to move to the next step in the procedure. About 10% of our customers are using smart glasses for pick-by-vision applications in a logistics environment. But as mentioned, about 70%, the majority of our customers are using smart glasses for remote assistance applications. A field technician wearing smart glasses is connected to a remote expert that sits behind the desktop. With the images coming from the smart glasses, that remote expert can send back images, video feeds, manuals, or just instructions on what to do. The smart glasses are just the hardware platform. To come to a total solution, we of course need the software ecosystem. And as you can see on this slide, the majority of our software solution providers are currently providing solutions for remote assistance. Let me conclude with some benefits that we identified within our customer base. Currently, the most obvious one is of course to overcome COVID-19 travel and access restrictions. With smart glasses, you can still connect to people that are operating under COVID-19 circumstances. But even before COVID-19, people were already looking at smart glass technology. The most obvious reason was for cost savings.
sending around your high-skilled staff on a plane is not the most efficient use of their time. With smart glasses, you can use these experts to connect to field workers anytime. This case of Bayer illustrates that more than almost 50% productivity increase can be achieved by using smart glass technology. And because of the direct access to information, 20% reduction of errors and even 25% increasing accuracy was achieved. One last example is John Bean Technology Company. John Bean is the manufacturer of food processing machines. And during COVID-19 lockdown in April this year, they shipped 4 glasses to a factory in Italy. And with the help of colleagues in Chicago and Belgium, they were able to execute a full factory acceptance test, making sure that the factory was operational just before harvest season. So with that, I thank you for your attention. You will see in the live labs some more examples of smart glasses. And if you have questions, do not hesitate to contact me, participate in the panel, or contact your e-com contact person. And with that, Oliver, back to you. Thanks, Johan, and greetings to Belgium. Und wow, Ihnen geht's wahrscheinlich ähnlich wie mir. Das sind ziemlich beeindruckende Produkte. Und da wollen wir jetzt auch noch weiter drauf eingehen, auf die Anwendungsbereiche in Sachen Predictive Maintenance und Remote Assistance. Und dazu heißen Sie herzlich willkommen Jörg Hartleb von Ecom Instruments. Danke, Oliver. Herzlich willkommen. Ich bin Jörg Hartleb, CEO bei Ecom Instruments und Leiter des Produktmanagements. Ich möchte mit Ihnen heute über Digitalisierung in Service und Wartung sprechen. Und bevor wir richtig ins Thema einsteigen, lassen Sie uns ein wenig einstimmen. Um was geht es bei Digitalisierung in Service und Wartung überhaupt? Aus unserer Brille geht es natürlich um mobile Geräte. Es geht um tragbare Geräte und wie diese tragbaren Geräte in einem Service- und Wartungsumfeld überhaupt funktionieren. Es geht um Applikationen, die auf unseren Geräten laufen, um eben genau diese Tätigkeiten zu unterstützen. Und es geht natürlich darum, wie transportieren wir die Informationen überhaupt an den Mitarbeiter vor Ort. Aber es geht natürlich nicht nur um die Endgeräte, sondern es geht auch um die Systeme im Hintergrund. In der Vergangenheit, Sie wissen das alle, waren die einzelnen Systeme getrennt voneinander. Die Informationen waren nicht miteinander verbunden. Und genau da sehen wir aktuell eine gewaltige Änderung. Wir führen Daten zusammen, die in ERP-Systemen vorliegen, die in Produktionssteuerungssystemen vorliegen. Wir steuern Daten bei, die aus der Service und Wartung kommen, kombinieren diese Daten in verschiedenen Systemen und versuchen daraus abzuleiten, wie ich meine Service- und Wartungsintervalle steuern kann. Wie kann ich diese Information benutzen, um Ausfallzeiten in meiner Anlage zu reduzieren, um die Effizienz in meiner Anlage zu steigern. Wenn wir uns das Ganze anschauen, müssen wir natürlich auch auf die Voraussetzungen schauen. Und lassen Sie uns wieder mit den mobilen Geräten starten. Von unserer Seite steuern wir alles dazu bei, dass Sie brauchen, um Informationen, die Sie aus den Wartungssystemen heraus generieren, auf den Geräten anzuzeigen. Wir reden über Tablet-Computer, über Smartphones, Smartwatches, wir reden über Kameras oder auch Systeme aus dem Bereich Auto-ID, die Sie unterstützen, die jeweiligen Systeme vor Ort zu erkennen. Aber nicht nur das. Wir haben um unsere Geräte herum digitale Services gebaut, die Sie bei dem Ausrollen Ihrer Systeme auf die mobilen Geräte unterstützen, die Sie dabei unterstützen, die Systeme zu konfigurieren, zu managen. Und natürlich geht es auch um Sicherheit. Wir unterstützen aktiv mit unseren Systemen Security Updates über lange, lange Zeiträume, was Ihnen die Sicherheit in der Investition bringt. Aber natürlich dürfen wir nicht nur über die mobilen Geräte sprechen, wir müssen auch über die Systeme im Hintergrund reden, die dabei helfen, den mobilen Arbeiter vor Ort zu unterstützen.
Es geht hier nicht nur um das mobile Endgerät, sondern es geht natürlich auch um die Anwendungen, die auf den Geräten laufen. Was kann ich ihm zur Verfügung stellen? Was macht hier Sinn? Es geht um Fernunterstützung, beispielsweise durch Videoanrufe. Hier braucht es eine bestimmte Softwareunterstützung. Es geht um Erkenntnisse und Empfehlungen in Echtzeit. Es geht um digitale Prozeduren. Ich führe meinen Mitarbeiter durch bestimmte Prozesse vor Ort durch. Wenn wir uns das anschauen, die beiden Themen, über die ich gerade gesprochen habe, dann reden wir zum einen mal über die Geräte, aber natürlich vor allen Dingen über die Informationen, die wir brauchen, um sinnvolle Informationen zu generieren. Deswegen lassen Sie uns mit einer These in das Thema einsteigen. Mit jedem weiteren Jahr, in dem wir in der Digitalisierung voranschreiten, generieren wir mehr Daten. Wir halten die Daten vor. Was machen wir bloß mit den Daten? Das Wissen der Maschinen wird steigen, auch wenn sich im Moment noch darüber streiten lässt, was Wissen von Maschinen überhaupt ist. Aber wir werden über autonome Systeme reden. Natürlich werden auch hier Massen an Daten erzeugt. Es geht im Grunde genommen darum, diese Daten, die aus der Vergangenheit vorliegen, mit aktuellen Daten, Daten, die in Echtzeit vielleicht direkt an ihren Feldgeräten gewonnen werden und natürlich auch Daten, die die Wartungsteams in die Systeme einspielen, zu kombinieren, Trends zu erkennen, um daraus Abschätzungen machen zu können, wie muss ich denn meine Anlage überhaupt warten. Dann nehmen wir das gerade Gesagte und schauen uns das im Detail nochmal an. Ich habe gerade schon ein paar Schlagworte benutzt. Es geht um die Reduzierung der Ausfallzeit durch geplante Wartung. Es geht vor allen Dingen natürlich auch, und das ist ein Riesenthema, Sie werden es wissen, um Vermeidung von Über- und Unterwartung. Überwartung kann dazu führen, dass ich schlicht und ergreifend zu viel Geld ausgebe und meine Anlage zu häufig steht. Und Unterwartung, naja, das liegt auf der Hand, die Anlage fällt mir unkontrolliert aus. Und das kann natürlich einen Rieseneinschlag geben in die Produktion, kostet enorm viel Geld. Natürlich geht es auch darum, die Kollegen zu unterstützen, den Kollegen Werkzeuge an die Hand zu geben, dass sie den Job in der bestmöglichen Art und Weise durchführen. Und dabei helfen eben Systeme, die genau diese ganzen Daten aufbereiten und bei der Planung dieser Intervalle unterstützen. Lassen Sie uns einen kurzen Blick auf ein solches System nehmen. Was wir hier sehen, ist, dass wir vor allen Dingen natürlich Vergangenheitsdaten haben, die mit Hilfe moderner Systeme, wir reden hier über artifizielle Intelligenz, über Machine Learning, es geht um das Erkennen von Mustern und gerade Muster geben uns einen klaren Einblick darüber, wie sich Trends entwickeln werden. Aber Vergangenheitsdaten sind natürlich nicht alles. Ich muss permanent die aktuellen Daten damit einspielen und dann wird kann ich meinen Trend präzisieren. Dann sehe ich, in welche Richtung das eine oder andere vielleicht läuft. Ich kann daraus ableiten, wie wird sich denn meine Maschine, mein Asset, wie wird sich das entwickeln? Bin ich noch im grünen Bereich? Komme ich langsam in einen orangenen Bereich, dass ich über eine Wartung nachdenken muss? Und wann wird denn die Wartung aller Voraussicht nach fällig sein? Auch hier helfen mir Vergangenheitsdaten. Aus diesen Daten heraus können dann vollautomatisiert Checklisten generiert werden. Eine von diesen Checklisten sehen wir in dem kleinen Tablet eingeblendet. Das ist genau das, was Ihr Techniker vor Ort zu sehen bekommt. Das, was innerhalb des Systems mit komplexen Methoden generiert wird, wird schlicht und ergreifend in einen einfachen Arbeitsplan überführt, damit die Mitarbeiter draußen ihren Job so effizient wie möglich durchführen können. Es geht also um die Werkzeuge, die wir den Mitarbeitern draußen zur Verfügung stellen. Das System an sich hilft dabei, aber es hilft draußen vor Ort nichts. Draußen vor Ort möchte ich wissen, was muss ich tun, wann muss ich es tun und wie muss ich es tun? Es geht also um die Verbindung dieser ganzen Module, die Generierung von sinnvoller Information und um die vor allen Dingen schlanke Präsentation dieser Daten für die Kollegen vor Ort. Die Kollegen vor Ort können nicht durch riesige Excel-Tabellen scrollen. Die brauchen die Information auf den Punkt, um was es geht. Und das ist genau das Thema im Bereich vorausschauende Wartung.
Die Systeme, die sich auf den mobilen Geräten am Ende zeigen, sind natürlich relativ vielfältig. Es geht zum einen mal um das Roundtour-Management, es geht um Trainingsapplikationen, denn nicht jeder Mitarbeiter hat vielleicht das gleiche Wissenslevel. Die Systeme draußen sind sehr, sehr komplex. Wir kommen da später noch ganz kurz drauf. Es geht darum zu schauen, wie ist der Status meiner Assets? Was habe ich eigentlich draußen? Mir hat einer unserer Kunden mal erzählt, so auf so einer Bohrplattform habe ich mitunter 5-10% an Equipment, von dem ich eigentlich gar nichts weiß. Auch da helfen natürlich die Geräte weiter. Es geht darum, die Prozeduren klar zu strukturieren. Es geht mitunter vielleicht um sicherheitsrelevante Systeme. Da muss ich mich genau und sklavisch an die Abläufe halten. Da helfen Checklisten. Auch die kann ich natürlich in Echtzeit auf die Geräte bringen. Das heißt, es geht um verschiedenste Systeme, die hier zusammenarbeiten müssen, die sich dann in der Inspektion und Wartung als effizienzsteigernd für die Mitarbeiter auswirken und natürlich auch die Effektivität am Ende des Tages erhöhen. Und damit werden Kosten gespart. Ein weiterer Punkt, der hier mit hineinfällt und ein weiterer Aspekt, der hilft, die Effizienz vor Ort zu steigern, sind natürlich Systeme, bei denen ich nicht mit zwei unterschiedlichen Geräten vielleicht arbeiten muss. Das heißt für uns, wir werden sehen, wie das Arbeitsumfeld draußen und drinnen miteinander verschwimmt. Man wird nicht mehr ganz klar unterscheiden können und vielleicht auch gar nicht müssen, wo ich meinen Job mache. Ich nehme meine Daten auf meinem mobilen Gerät mit draußen auf die Anlage. Ich komme zurück ins Büro, docke an und habe alle Daten komfortabel auf einem großen Bildschirm zur Verfügung. Wir haben das umgesetzt in unserem aktuellen Tabex Pro. Sie können hier den DeX-Mode nutzen. Das ist eine sehr komfortable Möglichkeit, die Daten direkt vom mobilen Gerät in einem Desktop-Umfeld zu präsentieren. Das Ganze, lassen Sie uns ganz schlicht und ergreifend einen kurzen Blick auf ein paar Zahlen werfen, die wir von unseren Kunden bekommen haben. Dann sind die Zahlen, die Sie im Moment gerade sehen, natürlich schon beeindruckend. Wir haben als Beispiel auf der einen Seite geht es um den Ausfall von Pumpen. Sie wissen, Pumpen sind sehr, sehr belastete Systeme. Rotierendes Equipment. Sie haben relativ hohe Verschleißraten, wenn Ihnen so eine Pumpe ausfällt. Sie können nicht einfach zwei Pumpen da hinstellen. Das ist ja ganz einfach viel zu teuer. Sie müssen diese mögliche Wartung, diesen möglichen Ausfall eines solchen Systems vorausplanen können. Und wenn man das in einer geschickten Form macht, dann sehen Sie, hier kommen enorme Werte zusammen. Das heißt, Investments in diese Art Technologie lohnt sich allemal. Im Moment haben wir gerade über die Unterstützung der Mitarbeiter durch Daten gesprochen, über digitale Prozeduren, über die Führung der Mitarbeiter durch einen Wartungsprozess. Das ist aber natürlich nicht alles. Diese Systeme und unsere Geräte bieten natürlich auch die Möglichkeit, die Mitarbeiter direkt zu unterstützen, indem man beispielsweise einen Videostream aufmacht, den an einen Kollegen überträgt, an einen Spezialisten, der irgendwo anders auf der Welt sein kann. Und der kann ihm dann Hilfe leisten. Systeme sind heutzutage so komplex. Ich weiß auch nicht alles, um Gottes Willen, ich weiß vielleicht am wenigsten vom ganzen Team. Aber genau da kommen diese Systeme zum Einsatz. Man kann sich den Spezialisten direkt ranholen und er hilft mir, meinen Job zu machen. Das geht natürlich mit Smartphones, mit Tablet-Computern oder auch mit unserem Cube. Wir sehen den rechts unten. Aber wir werden später noch andere Möglichkeiten sehen und werden da noch ein bisschen drauf eingehen. Schließung der Qualifikationslücke. Das klingt vielleicht ein bisschen harsch. Die Kollegen, glaube ich, draußen vor Ort und die Mitarbeiter draußen vor Ort haben mit Sicherheit keine Qualifikationslücke. Das glaube ich nicht. Aber sie sind vielleicht neu im Job. Sie sind vielleicht neu in dem Umfeld. Die Systeme sind vielleicht dermaßen komplex oder er kommt mit einem bestimmten Fehlerbild. Kommt er direkt an die Anlage ran
und muss feststellen, hoppla, war doch was anderes. Und jetzt? Jetzt hat er sich vielleicht schon vorher schlau gemacht, was könnte ich da machen? Und die Situation ist eine ganz andere. Über solche Fernunterstützungssysteme kann ich mir natürlich jeden Spezialisten irgendwo auf der Welt mit ins Boot holen, sofort und schnell. Er muss nicht anreisen. Die Wartung kann sofort durchgeführt werden, vielleicht mit ein paar Minuten Verzug. Das ist ein ganz weiterer, sehr, sehr wesentlicher Aspekt, wenn wir über Fernunterstützung und vorbeugende Wartung sprechen. Lassen Sie uns das Ganze mal anschauen an einem Beispiel, wie solche Systeme und wie die Mitarbeiter eben in der Zentrale, in dem Spezialisten, einen weiteren Spezialisten und dem Wartungstechniker vor Ort zusammenarbeiten können. Digital transformation is changing the industrial landscape. Enterprises require connected solutions for rapid response, cost reduction, improved preventative maintenance and increased uptime. In this scenario, a rig worker, Kyle, is about to complete his first inspection on a recently installed pipe fitter and gauge. With his zone-rated device, Kyle initiates his work instructions by scanning the asset barcode. Once Kyle completes the first part of the inspection, he is then instructed to connect the on-site cube to his phone and calls Taylor, the off-site senior engineer, to continue the pipe gauge inspection. Hi Taylor, it's Kyle from the Aberdeen rig. I'm just checking this new pump gauge. I'm just wondering if the reading I'm seeing is correct. Hi Kyle, the numbers are reading correctly. I am switching to thermal view to confirm the gauge with a temperature reading. I'm also recording this session to add to our knowledge base. Taylor changes the view from the cube to thermal and adds the temperature spot and captures images. I'm going to bring in our supplier to confirm what I'm seeing. Hi Taylor, how can I help you today? Hi Zach, this is our first time looking at our gauge since installation. Here is the thermal view and here is the gauge. Is what we're seeing what you expect? Yes, this looks right. I'm going to mark off the initial check as complete. Thank you, Taylor. Thanks, Zach. Taylor and Kyle are able to complete the inspection. Once the call ends, the recording and pictures are automatically uploaded to on-site workspace for future reference. Okay, thanks, Taylor. We'll speak to you later. Thanks, bye. Ja, um das noch mal kurz zusammenzufassen, was wir gerade gesehen haben. Es geht im Grunde genommen um die Ausweitung der digitalen Transformation über die Anlagen und die Prozesse drüber hinaus. Wir reden nicht nur über die einzelnen Steuerungssysteme, sondern wir reden tatsächlich darüber, dass wir den Mitarbeiter vor Ort in die Lage versetzen, diese Systeme für sich zu nutzen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir die Mitarbeiter digital verbessern, das sicherlich nicht, aber wir geben ihnen mit diesen Systemen Hilfestellung und Systeme an die Hand, mit denen sie schlicht und ergreifend ihren Job besser machen können. Wie gesagt, permanente Systemanbindung, digitale Prozesse und Arbeitsanweisungen, Echtzeitinformationen über das, was in der Anlage los ist und natürlich Zusammenarbeit mit Experten an anderen Standorten. Lassen Sie uns einen kleinen Blick auf ein kleines Beispiel aus der Praxis werfen anhand unseres neuesten HMI-Terminals, unserem VisoNet GPX, ein modular aufgebautes System. Und lassen Sie uns einfach mal anschauen, wie man das System upgraden kann, vielleicht sogar defekte Systeme austauschen kann und das ohne das Gerät in der Anlage zu demontieren zu müssen. Und wir sehen, wie Systeme, die wir jetzt gerade besprochen haben, bei genau diesen Vorgängen helfen. Pepperell & Fuchs has upgraded their whole VisuNet GXP HMIs. They are now equipped with the latest Intel CPU generation, with the newest Apollo Lake processor, which makes it one of the fastest Zone 121 HMI devices. Besides expanded storage, the new computing units are based on the latest Microsoft OS with long-term support. The modular design also enables a quick exchange of a defective unit, so you do not have to send back the whole device for maintenance. Instead, you can replace single components by yourself.
You want to update the TCU now? Simply loosen the screws and open the housing. After opening the TCU, all connections and cables can be disconnected, and it can be carefully removed from the DPU and replaced in the same way. Excellent, but how is the pin assignment now? That's quite simple. Via Ecompad X, just have a look at the online manual or contact the Pepperell & Fuchs expert via remote support. Hardware exchange, check. Now, open VisuNet CC on the tablet and upload your project saved in VisuNet CC again on your device. All configurations and license numbers are again synchronized with your new TCU. Yes, it really is that easy. You want to integrate a new HMI device? For example, our new VisuNet FLX? Just use our intuitive clone wizard. Yes, it's again really simple. Lassen Sie uns das Thema noch kurz zusammenfassen. Um was geht es im Wesentlichen? Es geht um den sofortigen und schnellen Zugang zu Informationen. Nicht nur Informationen, die auf Systemen vorhanden sind, sondern auch Informationen durch ferne Experten, die ich mir mit ins Boot holen kann. Die Vorteile daraus sind offensichtlich. Es geht um die Verbesserung der Inspektionszeiten, es geht um die Reduktion von Downtime, es geht um vorausschauende Planung, um eben die Anlage mit einer maximalen Laufzeit zu versehen. Und es geht natürlich auch, gerade in diesen Zeiten, auch um die Eliminierung von Reisekosten. Ich meine, im Moment, wir sehen das, es ist ein Riesenthema geworden durch die Covid-19-Pandemie. Können wir nicht uns einfach ins Auto setzen und gemeinsam vor Ort etwas lösen? Wir müssen sehen, dass wir dass wir die Pandemie in den Griff bekommen. Und da helfen natürlich solche Systeme, ich sag mal, Abstand zu halten, aber ohne auf die Effekte aus einer Zusammenarbeit verzichten zu müssen. Mein Kollege kann mir über die Schulter schauen, kann mir dabei helfen, ohne dass er direkt vor Ort sein muss. Lassen Sie uns über Smart Glasses reden. Smart Glasses haben einen riesigen Vorteil, wenn es darum geht, Wartungsarbeiten durchzuführen. Es geht um freihändiges Arbeiten. Ich bekomme die Information direkt eingespiegelt. Eingespiegelt heißt, ich sehe in etwa 2 Meter, 2,5 Meter Abstand einen ziemlich großen Bildschirm vor mir schweben. So ähnlich, wie man das vielleicht von Head-Up-Displays bei Autos kennt. Natürlich habe ich Kameras eingebaut. Die Kameras helfen meinem Kollegen, dass er mir über die Schulter schaut. Er kann sehen, was ich tue. Er kann mir direkt über Audiospur oder über Videospur Hilfe geben. Er kann mir zusätzliche Informationen einblenden, auch wenn ich vielleicht mal an Schwierigkeiten gerade bei der Wartung, die ich machen muss. Vorhin haben wir ganz kurz über Training gesprochen. Und genau da möchte ich Ihnen einen kurzen Einblick geben, über einen Use Case, den einer unserer Kunden und Partner mit Hilfe von Smart Glasses realisiert hat. Our client, NG Services South, is market leader in technical services and energy projects in the Netherlands. Every day, their service technicians in the field have to solve technical problems on site in the fastest and best way. NG's clients are large enterprises, and every minute an operation is down costs money. NG was looking for a solution to solve two conflicting challenges: shorten the training time of young, inexperienced technicians and transfer the unwritten knowledge of the senior technicians to the younger generation. NG South equipped 4 young technicians with a pair of IRIS-STIQ smart glasses. When confronted with a problem they cannot solve alone, they set up a remote assistance session with the senior expert of the team. He can see what they see, assess the situation, zoom in on details, and indicate problem zones or action points. They have real-time two-way communication, feedback, and instructions. It's as if the expert is looking over the shoulder of the junior technician. Moreover, by fixing the problem himself, the junior expert learns in a deeper way and will remember how to solve the problem the next time.
It sometimes occurs that the expert is on the road when one of the technicians calls for help and asks him to make contact through the smart glasses. He then safely parks his car, creates a hotspot on his phone, and advises the young technician. The advantages are very clear for all the stakeholders concerned. The senior expert gains about 4 hours a week in travel time, since he can solve problems from his desk or from wherever he is at that time. The technicians can solve complex problems faster and in the correct way. The technicians feel more secure and less stressed because they know they can always ask for immediate help from the senior expert as a backup plan. Customers get a better and faster service on site. And young technicians are able to operate in the field much faster. Was haben wir gerade gesehen? Wir haben die Expertenunterstützung per Fernzugriff gesehen und wir haben die Unterstützung eines jungen Kollegen gesehen. Ich glaube, gerade in dem Bereich und gerade in den Bereichen, wo es um sicherheitskritische Aufgaben geht, ist es ganz wichtig, den Mitarbeitern vor Ort Sicherheit zu vermitteln. Dass er genau das, was er jetzt tut, das Richtige ist, dass er keine Fehler macht. Und genau hier können ihm erfahrene Kollegen im Hintergrund helfen. Er bekommt Sicherheit, auch den Job das nächste Mal selber zu tun. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, wenn es um diese Art von Systeme geht. Und natürlich, am Ende des Tages wurde auch wieder Geld gespart. Ja, der Kollege, der hier helfen sollte, war nur für genau den Moment der Wartung gebunden und kann sich dann wieder anderen Dingen zuwenden. Aber natürlich wollen wir hier in diesem Bereich nicht stoppen. Schauen wir uns noch mal an, was wir gerade gesehen haben. Wir haben Fernunterstützung durch Smartphones, durch Tablet-Computer gesehen. Natürlich mit dem Nachteil, dass diese Geräte handgetragen sind, aber auf der anderen Seite haben wir die Smart Glasses gesehen. Auch Smart Glasses haben so ihre Nachteile. Denken Sie an die Sehstärken, die man braucht. Man braucht möglicherweise unterschiedliche Sicherheitsbrillen für unterschiedliche Jobs. Das heißt, die Smart Glass, die ich vielleicht im Schrank liegen habe, ist für den Job, den ich tun muss, vielleicht gar nicht geeignet. Oder aber ich kann natürlich auch nicht die Smart Glasses von meinem Kollegen benutzen. Da geht es um Hygiene natürlich, vielleicht sogar um Sehstärke. Also auch hier kommen Smart Glasses in der Form, wie wir sie gerade verstehen, also als Brille, kommen da schlicht und ergreifend an ihre Grenzen. Unsere neuen Smart Glasses, Sie sehen schon, es sind eigentlich nicht wirklich Smart Glasses, bringen aber alle Vorteile von Smart Glasses mit sich. Wir haben einmal ein Display, das mir genau eben diesen schwebenden Bildschirm vermittelt. Ich habe ein zentrales Kamerasystem. Und ein zentrales Kamerasystem ist, glaube ich, etwas, was diese Art von Geräten auf ein neues Level hebt, weil wir schlicht und ergreifend die Parallaxe vermeiden. Wir haben nicht eine Kamera, die wesentliche Kamera, mit der mir der Kollege über die Schulter schaut, ist nicht irgendwo auf der Seite. Ich habe keine Winkelverschiebungen. Er sieht genau das, was ich sehe, genau in dem Winkel. Und natürlich haben wir zwei Kameras. Wir stitchen die Bilder zusammen und dadurch haben wir höchste Auflösung zur Verfügung. Stoppen tun wir dort allerdings nicht. Wir bieten noch eine weitere Zoom-Kamera mit einem optischen Zoom. Auch das ist eine absolute Novität in diesem Bereich. Und das Ganze wird natürlich äußerst leicht sein. Sprachsteuerung und diese Dinge ist natürlich für uns selbstverständlich. Wenn es um die Batterielaufzeiten geht, auch hier, denke ich, werden wir in eine völlig neue Dimension vorstoßen. Unsere Smart Glasses haben eine eigene Batterieversorgung, müssen allerdings die ganze Processing Power nicht selber erledigen. Das läuft auf dem Smartphone. Das Smartphone hat natürlich wieder seine eigene Batterie und dadurch erreichen wir Batterielaufzeiten, die Ihnen die ganze Schicht durchlaufen. Und natürlich bietet das Smartphone weitere Möglichkeiten. Die Sprachsteuerung beispielsweise läuft gar nicht irgendwo in der Cloud, sondern die wird lokal ausgeführt. Die Rechenpower eines Smartphones reicht dazu aus. Naja, und wenn ich mir das Ganze so angucke, vor allen Dingen auf den Bildern, ist mir gerade so aufgefallen, das sieht schon ein bisschen bulky aus, aber in Wirklichkeit ist es das nicht. Das Gerät wird wirklich so klein und leicht werden. Lassen Sie uns damit das Thema kurz zusammenfassen.
Digitalisierung in Service und Wartung. Gerade mit den Systemen, wie wir gerade gesehen haben, werden wir in eine völlig neue Dimension vorstoßen. Die Wartungstechniker vor Ort werden ein deutlich angenehmeres Arbeiten haben. Sie werden einen deutlich schnelleren Zugriff auf Informationen haben. Die Information, die sie bekommen, wird vorverarbeitet sein. Es wird eine sinnvolle Information sein. Sie werden einen schnellen Zugriff auf die Information haben und können dadurch ihren Job so effizient und so gut wie möglich durchführen. Damit wäre ich am Ende mit meiner kurzen Vorstellung des Themas Digitalisierung in Service und Wartung. Vielen Dank. Zurück zu dir, Oliver. Wir sehen uns gleich in der Diskussionsrunde. Dankeschön, Jörg. Und das Gute ist ja klar, wir sehen uns gleich wieder, nämlich hier in dieser Diskussionsrunde. Damit herzlich willkommen. Wir wollen tiefer ins Thema einsteigen, in den Bereich Digitalisierung bei Service und Wartung. Und da können Sie natürlich auch Fragen stellen, worum es immer Ihnen gerade geht. Nutzen Sie dafür einfach unseren Live-Chat und die Experten beantworten Sie. Ja, es gibt viele Herausforderungen, viele Möglichkeiten. Wir wollen auf die technischen Komponenten schauen, wir wollen auf die Softwarekomponenten schauen, aber auch eben einen Blick in die Zukunft wagen. Und das heute mit unseren Experten. Ich begrüße Rolf Wessels, Jörg Hartleb, Harald Zeyer und Henrik Haag. Schön, dass Sie da sind. Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Rolf beginnt. Ja, hallo, mein Name ist Rolf Wessels. Ich bin Geschäftsführer der Ecom Instruments GmbH, jetzt seit vielen Jahren, seit 25 Jahren in der Peppel & Fuchs Gruppe. Und mein Hintergrund ist R&D. Danke, Rolf. Jörg, bitte. Ja, hallo, ich bin Jörg Hartleb. Ich bin COO hier bei Ecom Instruments und leite unter anderem auch das Produktmanagement. Und insofern darf ich bei der strategischen Entwicklung unserer Produkte und Dienstleistungen unterstützen und helfen. Und von Jörg spiele ich den Ball weiter zu Harald. Ja, hallo, mein Name ist Harald Zeyer. Ich bin Global Account Manager Mobility bei der Firma Ecom. Danke, Harald und Henrik. Ja, auch hallo von meiner Seite. Mein Name ist Henrik Haag. Ich bin technischer Vertriebsspezialist hier in der Peppel & Fuchs Vertrieb Deutschland GmbH und in dieser Position zuständig für die Mitte Deutschlands und bin aktuell in meinem 7. Jahr bei Peppel & Fuchs bzw. Ecom. Danke, meine Herren, und ich freue mich auf eine rege Diskussionsrunde. Es gibt nämlich ja viele Themen. Wir wollen, wie gesagt, auch so ein bisschen auf die Gegenwart schauen und auch auf die Zukunft und starten direkt mit einem Clip, der so ein bisschen, ich würde mal sagen, die Problemstellung, die einen treffen kann, darstellt. Production facilities in all sectors are changing rapidly, and they have to do so in order to keep up with their competitors. Digitization plays an essential role in this process, but it also increases the complexity of systems. What if a problem occurs and no one's there, especially with the current coronavirus pandemic forcing us to change things faster in this area? Digitalization in service and maintenance is the solution. Ja, das Interesse und auch der Druck, die Unternehmen in der Prozessindustrie in Richtung Digitalisierung zu bringen, der ist definitiv da, nicht erst seit diesem Jahr. Ich gebe das einfach mal frei in die Runde rein. Wie beurteilt ihr den Status quo und auch den Fortschritt in der Digitalisierung in der Prozessindustrie? Ja, da beginne ich mal. Also ich glaube, dass bislang natürlich das ganze Thema digitale Transformation vor allen Dingen getrieben war von dem Druck nach Effizienzsteigerungen, nach höherem Output. Wir haben jetzt natürlich gerade in diesem Jahr offensichtlich, das wissen wir alle, eine besondere Situation. Wir stellen fest, dass wir die Digitalisierung nicht nur benötigen, um eben besser zu werden in dem, was wir tun, sondern dass wir tatsächlich die Digitalisierung brauchen, die digitale Transformation brauchen, um das Business überhaupt aufrechtzuerhalten. Ich glaube, das gilt insbesondere für den Bereich Service und Maintenance. Und insofern denke ich, wird dieses Jahr sicherlich ein ganz entscheidendes Jahr für das Thema digitale Transformation und wir diesen Prozess deutlich weiter vorantreiben.
Ja, dem kann ich soweit zustimmen, wobei wir natürlich sehen, dass besonders Dynamik, wie du schon sagst, Rolf, im Bereich Maintenance natürlich da ist. Auf der anderen Seite sehen wir, dass der Druck innerhalb der Prozessindustrie insgesamt zu einer stärkeren Digitalisierung ihrer Prozesse zu kommen schon da ist. Und ich glaube, dass hier die Prozessindustrie tatsächlich ein Ticken der klassischen Industrie vielleicht sogar hinterherhängt. Hier ist Nachholbedarf, aber wir sehen, dass sich eine unheimliche Dynamik in diesem Feld aktuell entwickelt. Ja, das ist ein guter Punkt, Jörg. Und ich hatte das in der Keynote ja auch schon erwähnt, dass wir hier ganz klar einen Lackmustest sozusagen für die Digitalisierung durchleben, gerade wo wir eben in einigen Bereichen, Stichwort Homeoffice, bestanden haben, aber in anderen Bereichen eben zum Beispiel bei Remote Assistance, über das wir ja auch noch weiter reden werden, sicherlich so noch nicht bestanden haben. Und ich hatte ja auch gewisse Umfragen erwähnt, aus denen ganz klar hervorgeht, dass es hier eben heute noch an durchgängigen Strategien fehlt und auch an ganz simpel an etablierten Werkzeugen, etablierten Tools, Plattformen, die diesen Prozess unterstützen. Welche Rolle spielt denn dabei das IIoT? Darum haben wir uns ja auch gestern sehr intensiv gedreht, jetzt gerade auch in der digitalen Transformation. Ja, IIoT ist natürlich ein ziemlich breiter Begriff. Und auch natürlich ein ziemliches Buzzword, um das mal so platt zu sagen. Im Grunde genommen geht es ja wenig darum, die bisher ziemlich alleinstehenden Systeme, vor allen Dingen Steuerungssysteme, in einer Anlage miteinander zu verheiraten, zu verbinden und sinnvolle Informationen daraus zu ziehen, die Informationen zu verarbeiten und sie demjenigen, der sie braucht, zu welchem Zweck auch immer, wie beispielsweise im Bereich der Maintenance, zu präsentieren. Das ist ja das Wesentliche, worum es da geht. Wir reden ja heutzutage nicht nur darum, das, was früher auf Papier war, mal auf ein PDF zu kriegen oder auf irgendeinen File-Server zu speichern, sondern es geht ja darum, die Systeme tatsächlich intelligent miteinander zu verbinden. Und das Ganze macht dann natürlich das Thema IIoT irgendwo aus. Jörg sagte eben auch in der vorherigen Antwort, dass sich gerade die Prozessindustrie da, ich will jetzt nicht sagen hinterherhängt, aber dass da auch noch Luft nach oben ist. Wo sind denn eben auch die Herausforderungen? Wir haben natürlich viele, viele klassische Installationen immer noch draußen in der Prozessindustrie. Wir haben ja gesehen, wie man versucht hat, die Systeme zu digitalisieren. Es gab verschiedene und gibt es noch Ansätze, das zu tun. Trotz alledem sehen wir natürlich immer noch das klassische 24 Milliampere Signal draußen in den Anlagen, was also immer noch ziemlich präsent ist. Aber auf der anderen Seite sehen wir, wie sich neue Technologien entwickeln, die dann eben auch diesen Datenfluss im Bereich der Prozessindustrie zur Verfügung stehen. Natürlich ist jetzt der erste Hebel, und das ist wahrscheinlich auch mit einer der einfacheren Hebel, in Richtung Wartungsunterstützung zu gehen, ob das im Bereich Remote Assistance ist oder ob das im Bereich digitale Prozeduren ist. Ich denke, da wird es am schnellsten gehen und die Verbindung der einzelnen Systeme auch mit dem, was gerade in Entwicklung ist, auch bei uns im Haus in Entwicklung ist, das wird sich jetzt gerade in den nächsten paar Jahren heftig an Dynamik entwickeln, denke ich. Auf diese Systeme und die Lösungen, den Ausblick schauen wir dann auch gleich. Ich würde vielleicht noch mal kurz auf das Warum kommen, auf die Motivation, warum Unternehmen auch wirklich über diese digitalen Transformationsprozesse nachdenken sollen. Wir haben es in der Keynote von Rolf gesehen, Kostenersparnis ist so ein Faktor. Also wie kann da Enterprise Mobility auch entsprechend den Faktor spielen, um Kosten zu senken, aber auch eben die Effizienz zu steigern? Ja, im Grunde, ich würde da vielleicht mal einhaken. Es fängt ganz simpel an bei dem Ausfüllen von bislang Wartungsprotokollen. Also früher ist vielleicht der Mitarbeiter mit einem ausgedruckten Wartungsprotokoll in der Anlage umhergelaufen, hat dann seine Eintragungen gemacht, ist zurück ins Büro, hat das Ganze dann nochmal in ein System händisch eingetragen und sein Protokoll wurde dann auch nochmal als PDF eingescannt und abgelegt. Das entfällt im Grunde alles.
Ich kann das Ganze digital direkt vor Ort betreiben, erspare mir dadurch zum einen mal diese ganze Papierflut und habe zum anderen natürlich auch die Möglichkeit, die Daten in Echtzeit ins System zurückzuspielen. Und wenn zum Beispiel für gewisse Arbeiten Anlagenstillstand notwendig war, dann auch direkt in Echtzeit von der Leitwarte den Arbeitsfortschritt zu erkennen und dann die Anlage auch wieder schnellstmöglich hochzufahren. Das heißt, die Daten stehen schneller und auch in besserer Qualität zur Verfügung, einfach weil ich sie in Echtzeit immer abgreifbar habe. Ein anderer Punkt ist mit Sicherheit vielleicht die weniger Reisetätigkeit, insbesondere jetzt auch beschleunigt durch Corona. Wir sind alle etwas eingeschränkt. Das heißt, ich kann auch direkt vor Ort meinen Handwerker, meinen Mechaniker unterstützen durch die Tools, auf die wir sicherlich auch noch eingehen werden, und habe dann mit einem Experten, einem Service-Ingenieur zum Beispiel, die Möglichkeit, mehrere Handwerker vor Ort in verschiedenen Plans, in verschiedenen Kontinenten vielleicht sogar remote zu unterstützen. Vielleicht hier noch ergänzend von meiner Seite, und Hendrik hat an einem typischen Arbeitsablauf von einem Mitarbeiter in der Instandhaltung an konkreten Beispielen dargestellt, wie man eine Effizienzsteigerung und damit eine Kostensenkung realisieren kann. Generell kann man heute sagen, dass es keine technische oder Hardware-Lücken in dem Ökosystem für einen Connected Mobile Worker, insbesondere im X-Bereich, gibt und dadurch eine Vielzahl von weiteren Applikationsbeispielen für mobile Geräte aufgeführt werden können, wie durch Echtzeitzugang zu Daten bzw. Echtzeitverarbeitung von Daten Effizienzsteigerung, Erhöhung der Sicherheit bzw. Senkung von Kosten erzielt werden können. Wichtig ist hier noch zu erwähnen, dass diese Applikationen durch unser weltweit aufgebautes flächendeckendes Partnernetzwerk mit mehr als 700 Partnern gemeinsam an unsere Kunden angeboten werden. Mhm. Hendrik und Harald haben eben auch schon die Endgeräte angesprochen. Das ist ja auch etwas, was im Grunde genommen so ein Kern von E-Com ist, nämlich Geräte auch für explosionsgefährdete Bereiche, diese Zone-One-Devices. Warum sind die so wahnsinnig wichtig und warum sollten Unternehmen darauf setzen? Naja, wir reden ja über die Prozessindustrie hier und das Thema Explosionsschutz ist natürlich ein Kernthema in der Prozessindustrie. Und selbst wenn es Bereiche und Zonen gibt, auch in einer prozesstechnischen Anlage, die nicht dem Explosionsschutz unterliegen, ist das Stichwort hier aber natürlich mobiles Endgerät. Ja, und das bedeutet, dass ich idealerweise natürlich den vom Hendrik und Harald schon beschriebenen Connected Worker oder Mobile Worker natürlich ausstatte mit einem Endgerät, mit dem er sich frei in allen Bereichen, in allen Zonen bewegen kann. Und damit das der Fall ist, muss dieses Gerät natürlich für die in Anführungszeichen härteste Zone zertifiziert sein, das heißt also zumindest für die Zone 1. Und das ist damit einfach eine Kernanforderung für mobile Endgeräte im Bereich der Prozessautomation. Vielleicht, was ich noch ergänzend dazu sagen muss, bei der Zone 1 Eckschutz ist nicht nur der Normalbetrieb, der dort betrachtet wird, sondern es wird bewusst auch der Fehlerfall betrachtet. So, das ist also eine weitaus höhere Absicherung der Geräte. Dann sind wir jetzt auch gerade sehr stark auf der Hardware-Komponente. Blicken wir mal auf die Software-Komponente, Betriebssysteme und Ähnliches. Da ist oftmals auch die Frage, vielleicht auch so ein bisschen Gretchenfrage, Android, Windows. Wie handhabt ihr das? Ja, für uns ist ganz klar, Android führt. Windows möchte nicht despektierlich sein, aber Windows und also in dem Falle Microsoft hat, glaube ich, ich sage das jetzt einfach mal, über lange Jahre den Bereich Mobility ein wenig verschlafen, hat sich hier nicht durchsetzen können am Markt. Der Mobility-Markt wird von zwei Betriebssystemen dominiert. Das ist auf der einen Seite macOS, iOS natürlich und auf der anderen Seite Android. Für uns ist Android ganz klar führend. Android ist ein offeneres System, erlaubt unseren Kunden eine einfachere Integration. Wir haben auf unserer Seite
maximale Security. Wir sind hier nicht an ein bestimmtes Hardware-Ökosystem gebunden, können dadurch natürlich auch Betriebssystemebene verschiedene Geräte miteinander verbinden, auf gleichem Stand halten. Für unsere Kunden macht das natürlich eine Integration leichter, wenn über alle unsere Geräte hinweg wir über Android sprechen als führendes Betriebssystem. Und wir können hier natürlich auch, haben hier eine weit größere Variabilität und größere Interoperabilität der einzelnen Systeme gewährleistet. Und mittlerweile muss man sagen, Android war ja früher, im Beginn des Android-Zeitalters, hat man häufig über Security-Probleme gesprochen. Das ist heutzutage nicht mehr der Fall. Ich möchte sogar behaupten, dass Android eines der sichersten Systeme ist, die aktuell verfügbar sind. War natürlich auch ein Punkt, was du eben angesprochen hattest, Jörg, das Thema Sicherheit, womit ja mit hoher Wahrscheinlichkeit vielleicht auch in vielen Unternehmen noch ein unter Umständen veraltetes Bild oder Eindruck von Android herrscht. Und da hat Android in den letzten Jahren massivst nachgebessert und nachgeschärft und auch das Ganze öffentlich wirksam umgesetzt mit beispielsweise Anwendungen oder Systeme, nenne ich es jetzt mal, wie Android Enterprise Recommended, worüber wir sicherlich auch noch reden werden, einfach um auch den Unternehmen guten Gewissens die Möglichkeit zu geben, in den mobilen Anwendungsbereichen diese Geräte und diese Varianz, die Android bietet, angefangen von der Displaygröße 5, 8, 10 Zoll, aber auch das Level der Robustheit. Reicht mir ein robustes Gerät, brauche ich ein Zone 2 oder ein Zone 1 Gerät, um eben auch diese Benefits dann letztlich den Unternehmen in der Prozessindustrie zu ermöglichen, damit diese natürlich auch an der letztlich Digitalisierung im X-Bereich teilnehmen und partizipieren können. Absolut. Bleiben wir doch gerade auch kurz dabei, weil er es angesprochen hat, Hendrik, Android Enterprise Recommended. Was sind denn die Benefits? Ja, das ist ein Stück weit ein Programm, was Android aufgelegt hat. Und um daran teilnehmen zu können als Hardwarehersteller, wie es wir eben sind bei Ecom, gibt es gewisse Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, beziehungsweise die abgefragt werden und auch geprüft werden. Logischerweise gekommen über das Thema Sicherheit, macht es dann Sinn, das in einem regelmäßigen Rhythmus, das ist aktuell so circa viermal im Jahr, sprich im 90-Tage-Rhythmus, Sicherheitspatches zur Verfügung gestellt werden, wo kürzlich erkannte Sicherheitslücken meinetwegen geschlossen werden oder proaktiv schon bei gewissen Sicherheitsaspekten nachgeschärft wird. Gleichzeitig aber auch das Thema Langzeitverfügbarkeit. Der Name Enterprise von Enterprise Recommended beinhaltet das natürlich schon. Es geht um Unternehmen, die auch eine gewisse oder ein gewisses Interesse daran haben, ein Gerät langfristig einzusetzen. Jetzt ist es natürlich nicht von Interesse, wenn so ein Gerät nach einem Jahr schon veraltet ist, hinsichtlich OS. Das heißt, diese Android Enterprise Recommended Zertifizierung sieht auch vor, dass wir dem Kunden einen Lifecycle bzw. einen Update-Cycle von, ich meine, 5 Jahren zur Verfügung stellen, einfach um dem Kunden auch darzulegen oder die Möglichkeit zu geben, mit dem Produkt eine gewisse Zeitspanne abdecken zu können. Und ja, wir haben schon über das Thema Sicherheitsupdates gesprochen, komme ich zum anderen Thema Update, das sogenannte Major Release. Sprechen wir jetzt meinetwegen von Android 9, Android 10, Android 11. Das heißt, dieses Programm Android Enterprise Recommended sieht auch vor, dass eine gewisse Anzahl an Major Releases erfüllt wird, einfach um auch da am Ball und auf dem Stand der Technik zu bleiben. Ja, und neben den ganzen Aspekten, Hendrik, kommt natürlich hinzu, dass in dem Android Enterprise Recommended das Android Enterprise drinsteckt. Und das sichert natürlich auch die Kompatibilität unserer Systeme in Richtung der Management-Systeme, also der EDM-OEM-Systeme sicher. Daneben, weil wir eben auch, wir stellen natürlich in unseren Geräten auch weitere Verfügungen und Ecom-Spezifika zur Verfügung, aber auch hier sorgen wir natürlich dann, weil wir eben Zugriff auf die Plattform haben, hier die Kompatibilität sicher, sodass also auch Management-Systeme, die unsere Kunden nutzen, natürlich uneingeschränkten Zugriff auf die jeweiligen Systeme unserer beispielsweise Telefone haben.
Ich würde gerne noch auf einen Punkt kommen, bevor wir uns noch stärker in die technische Entwicklung dann auch bewegen. Weil wir haben die Geräte, wir haben den Menschen, wir brauchen aber eben auch eine Art Bedienoberfläche, die Kontaktfläche, die Human-Machine-Interface. Was sind denn da die Kundenanforderungen? Macht da vielleicht mal einen kurzen Abstecher in unser HMI-Portfolio, das ja durchaus eine ähnliche Anforderung hat an der Stelle, nämlich, dass ich dort auch ein komplexes System habe, bestehend aus Hardware und entsprechend komplexer Software, die darauf läuft, die in Betrieb genommen werden muss, die gewartet werden muss. Und hier haben wir eine ähnliche Situation. Das heißt, hier versuchen wir eben gerade eine Oberfläche zu schaffen, ein Stück Software zu schaffen mit einer Usability, dass es eben dem Anwender möglichst leicht macht, diese doch komplexen Parameterkonfigurationen zunächst mal überhaupt in Betrieb zu nehmen, einzustellen, dann aber auch im weiteren Verlauf natürlich zu warten. Das heißt, das Thema Security, das Thema Software-Updates und so weiter, wird dann versuchen wir dann so möglichst einfach wie irgend möglich zu dem Anwender zur Verfügung zu stellen. Und das geht alles zurück auf das Thema Usability, Nutzbarkeit und Darstellung der Software-Oberflächen. Ein wichtiger Punkt, um den wir uns natürlich auch noch drehen wollen, wir haben es auch heute schon im Rahmen der Keynote gesehen, das sind die Smart Glasses. Johann de Geiter von Iristic, der hat uns auch noch ein paar ganz spannende Aussagen dargelassen. Wir wollen erstmal auf die Smart Glasses grundsätzlich schauen. Our motivation to invest in smart glasses came from the introduction of Google Glass about 5 years ago. We immediately saw the potential of the technology, but maybe the Google Glass was not the perfect device for the industry. It was a device intended for customers, for consumers, and we wanted to focus on industrial applications. That was our main motivation to start developing the Iristic smart glasses. Ja, dann mal direkt in die Runde. Was war denn auch die Motivation von Peppel und Fuchs und Ecom in die Smart Glass Technologie zu investieren? Ja, gut. Das Thema Smart Glasses haben wir natürlich schon sehr lange auf dem Radar im Sinne, dass wir das beobachten und uns den Markt anschauen und auch die Akzeptanz im Markt für diese Technologien. Nochmal, ich sehe jetzt natürlich in diesem Jahr einen großen Push in dem Bereich. Also ich glaube, die Entscheidung, da jetzt einzusteigen, ist absolut richtig. Wir haben aber gleichzeitig natürlich auch uns angeschaut, was ist denn heute auf dem Markt verfügbar? Wie sehen die Anwendungen aus? Was sind die Vor- und Nachteile? Und dann hat es sich ergeben, dass wir tatsächlich dann zusammenkamen mit der Firma Iristic, die hier ein sehr interessantes Konzept vorgelegt hatte, dafür ja auch schon ein Basismodell hat, dass eben ein Großteil dieser Nachteile, Stichwort Gewicht, Zulassung und so weiter, eigentlich eliminiert. Und das fanden wir sehr interessant. Und da sind wir dann drauf angesprungen. Und ich glaube, dass wir da in eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit gekommen sind. Wir können das kurz auch noch im Detail erläutern, worum es da geht. Bei diesem Konzept, es ist, um es einfach zu beschreiben, heute ist es so, wenn ich Smart Glasses benutzen will, dann habe ich im Prinzip ein Standalone-Gerät, eine Standalone-Lösung. Ich habe im Grunde ein zweites Telefon oder ein zweites Tablet, das ich mit mir rumtrage und gegebenenfalls sogar auf dem Kopf tragen muss. Das heißt, ich rede über Gewicht. Ich habe die volle Funktionalität im Sinne von Rechenperformance, Funkperformance und so weiter und so fort. Und den Ansatz, den wir hier verfolgen, ist eigentlich, dass wir sagen, naja, im Zweifelsfall habe ich sowieso ein separates Smartphone dabei, das natürlich auch für industrielle Anwendungen geeignet ist, das schon die entsprechenden Zulassungen hat, sei es im Radiobereich, sei es im Funkbereich. Und wir sehen die Smart Glasses als ein echtes Peripheriegerät dazu und können es natürlich dadurch deutlich schlanker implementieren, leichter und flexibler, als das anders der Fall wäre. Und das war für uns ein sehr überzeugendes Konzept und darauf sind wir angesprungen. Darauf würde ich gleich mal auch mit dem nächsten Clip noch starten, nämlich von
Eben der Kundensicht, aus Anwenderseite, Engie, das Unternehmen, hat nämlich auch die Smart Glasses eingeführt. Und da wollen wir mal kurz auf die Erfahrungen schauen. Die erste Motivation für die Verwendung einer intelligenten Brille bestand darin, mit der Fernunterstützung zu beginnen. Unsere Außendiensttechniker können hierdurch effektiver lernen, wenn sie Unterstützung von einem unserer erfahrenen Techniker anfordern können. Wir möchten auch die Fernunterstützung nutzen, um unseren Kunden zu helfen. Unser nächster Schritt ist die Untersuchung, wie wir digitale Informationen mit Hilfe einer intelligenten Brille verwenden und verwalten können. Die Recherche für Smart Glasses des Smart Toolings Programms dauerte circa 6 Monate. Während dieses Programms haben wir uns speziell auf die Fernunterstützung konzentriert. Unmittelbar danach, Anfang dieses Jahres, starteten wir ein Pilotprojekt, um die Fernunterstützung mit der IRIS-TIC Smart Brille an andere Standorten von Engie Services in de Niederlanden zu testen. Aufgrund des Covid-19-Ausbruchs waren unsere Außendiensttechniker mit Bezug auf Reisen eingeschränkt, sodass die Testphase zum richtigen Zeitpunkt startete. Unsere nächsten Schritte waren die Einführung dieser Fernunterstützungslösung direkt bei unseren Kunden in Form eines Wartungs- und Störungsvertrags. Die Testphase wird später in diesem Jahr starten, da er sich aufgrund von Covid-19-Gefahren verzögert hat. Der Return of Investment für dieses Smartbrillenprojekt ist ziemlich einfach. Unsere jüngeren Mitarbeiter sind mit den neuen Technologien aufgewachsen und die finanziellen Investitionen sind im Vergleich zu den Vorteilen der Zeitersparnis begrenzt. Die Verwendung einer intelligenten Brille reduziert die Reisezeit unserer erfahrenen Techniker um mehr als 25%. Ja, ich glaube, dass wir da gesehen haben, das ist ein klassisches Beispiel für die Anwendung von Smart Glasses. Genau darum geht es ja im Prinzip. Das heißt, ich habe hier den klassischen Remote Assistance Fall. Ich habe ein Unternehmen, das bereit ist, in diese Technologie zu investieren. Natürlich, das wurde auch klar gesagt, bedeutet das, dass ich in eine Versuchsphase gehen muss und die braucht auch eine gewisse Zeit. Aber wenn ich das dann mal getan habe, dann kann ich auch die Benefits davon ernten sozusagen. Und das hat er ja auch klar beschrieben, 25% Reisekostenersparnis ist halt schon relevant. Und dazu kommt ja, und ich betone das nochmal, wir leben heute eben bedauerlicherweise in einer Zeit, wo Reisekosten oder wo Reisen nicht mehr nur ein Kostenfaktor ist, sondern eben einfach teilweise auch gar nicht mehr machbar. Und das heißt, ich muss einfach auf solche Technologien setzen, um mich auch, um mein Geschäft auch zu sichern in der Zukunft. Ja, wir wissen ja auch nicht, was kommt nach Corona. Was für mich vielleicht zwei interessante Punkte sind, zum einen natürlich aus Effizienzsicht vielleicht dieses Konzept, das ich nenne es jetzt mal One-to-Many, dass ich einen Meister, Ingenieur, wie auch immer habe, der meine Kollegen draußen im Feld unterstützt. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, ein Facharbeiter, einer, der wirklich ein tiefes Know-how hat, der im Homeoffice, der in der Zentrale, wo auch immer sitzt und dann über die Daten im Grunde weltweit supporten kann. Also es ist eben jetzt mal die Zeitumstellung vielleicht ausgeklammert. Relativ egal, ob er jetzt einen Kollegen in Neuseeland oder aber in Argentinien unterstützt. Und dadurch abgeleitet natürlich, was eben schon angesprochen wurde, die ausbleibenden Reisekosten. Das heißt zum einen, die Zeit, die er vorher im Flieger verbracht hätte, die kann er jetzt schon mal nutzen, um den Kollegen zu unterstützen. Die ist mit Sicherheit bei Langstreckenflügen nicht unerheblich. Und zum anderen, wenn er dann vor Ort ist, in Neuseeland oder Argentinien, dann kann er diesen einen Kollegen vor Ort plus vielleicht noch weitere Kollegen unterstützen. Aber er kann natürlich nicht parallel physisch
oder mit seinem Know-how den Kollegen am anderen Ende der Welt unterstützen. Das heißt, er kann wirklich von seinem Arbeitsplatz aus mehrere Kollegen unabhängig der Lokalität unterstützen. Und für mich tatsächlich auch ein sehr interessanter Punkt, und ich glaube, das ist auch für die Anwender sehr hilfreich. Sie wissen, sie haben immer einen Support und jemanden, der letztlich nochmal drüber schaut, um es vielleicht so zu nennen, und damit aber auch die Kollegen im Grunde motiviert, Dinge mal selbst anzupacken und dadurch aber auch zu lernen, wie in der einen oder anderen Situation vielleicht gehandhabt oder gearbeitet werden kann. Natürlich mit dem Wissen, im Zweifelsfall habe ich den Kollegen immer remote an der Strippe bzw. auf der Kamera und kann unterstützen. Es ging ja nicht nur um den einen Kollegen, sondern die Systeme werden immer komplexer. Also die Systeme, mit denen die Techniker draußen umzugehen haben, sind ja sehr, sehr vielschichtig. Er kommt vielleicht mit einem bestimmten Fehlerbild an den Ort des Geschehens, muss sich damit auseinandersetzen und muss feststellen, ist ja doch ganz anders. Aber über diese Systeme hat er natürlich die Möglichkeit, auf verschiedene Experten zuzugreifen, die relativ schnell miteinander verbunden werden können. Es geht ja nicht nur um den einen, der das spezielle Wissen für das Problem hat, sondern es öffnet ja die Konnektivität zu anderen Spezialisten, je nachdem, um welches Problem es am Ende des Tages geht. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Vorteil. Nicht nur die Ersparnis von Reisekosten des einen Technikers, sondern es geht ja darum, dass wenn ich komplexe Problemlösungen zu bewältigen habe, dann habe ich Zugriff auf ein ganzes Netzwerk über diese eine Technologie. Das macht es eben so charmant, diese Systeme zu entwickeln. Es ist nicht nur der eine Aspekt, sondern es geht auch tatsächlich noch ein Stück weiter. Also jetzt wissen wir schon viel, was Smart Glasses ja leisten können. Und es gibt einen Ausblick von Johann de Geiter. Da kann man sagen, ja, passt oder passt nicht. Sprechen wir gleich drüber. Smart Glasses in 3 years will be so dominant that every frontline worker will carry a smart glass technology. Auch das gebe ich mal in die Runde rein. Ist das eine steile These oder absolut realistisch? Aus dem Bauch heraus würde ich meinen, es ist eine steile These, aber nicht unrealistisch. Was wir denken ist, die Technologie bewegt sich im Moment rasend schnell vorwärts. Die Entwicklung geht rasend schnell vorwärts. Und ich denke, das wird sehr stark damit zusammenhängen, wie wir das User-Interface hinbekommen. Denn was man sich im Moment nicht vorstellen kann, ist, dass jeder mit so einem System der Sprachsteuerung umgeht. Das ist schwer vorstellbar und ist auch nicht in jedem Umfeld in der Industrie möglich. Ein anderes Thema ist sicherlich, wie ist das Thema Gestensteuerung? Es ist auch nicht vorstellbar, dass wir alle wild gestikulierend uns bewegen, um mit den Systemen zu interagieren. Hier wird sicherlich noch ein smarter Weg zu finden sein, um genau dieses Thema zu lösen, damit es wirklich reibungslos ineinander greift. Hier sind viele, viele Entwicklungen. Unser Produkt bietet einige Möglichkeiten, mit dem Gerät zu interagieren. Sprachbedienung, Touch, alles Mögliche steht zur Verfügung. Aber ich denke, dass hier der Knackpunkt liegen wird, wie stark diese Systeme tatsächlich am Ende angenommen werden und ob wirklich dann in 3 Jahren jeder zweite oder jeder dritte mit so einem System ausgerüstet wird. Aber es ist ein Megatrend, das ist nicht zu verleugnen. Also ich stimme dem Jörg absolut zu und würde noch ergänzen, dass ich natürlich vor einem Jahr diese These auch als relativ steil empfunden hätte. Ich glaube, sie ist heute weitaus weniger steil, aus den schon beschriebenen Gründen. Ich möchte nicht immer die Krise benutzen, um das Vorantreiben der Technologie zu begründen. Aber es ist einfach so, genau in diesem Bereich ist die Krise ein absoluter Treiber. Und dazu kommt ein zweiter Aspekt, den der Jörg auch schon angesprochen hatte, nämlich das Thema Akzeptanz bei den Anwendern.
Und jetzt wäre es eine Lüge, wenn ich behaupten würde, ich gehöre der Generation an, die mit diesen Technologien wie Smart Glasses aufgewachsen ist. Das ist mit Sicherheit nicht der Fall. Ich glaube aber natürlich auch, dass wir hier einen Generationswechsel in den nächsten Jahren sehen werden, zunehmend hin natürlich zu jüngeren Mitarbeitern, für die diese Dinge, wenn nicht normal, dann aber zumindest viel leichter zu akzeptieren sind und sich da die auch sich schneller adaptieren an diese Technologien. Das ist eben etwas, mit dem die Nachfolgegeneration schon aufgewachsen ist. Und ich glaube, das wird einfach dazu führen, dass diese Aussage, die der Johann getroffen hat, im Kern sicherlich so zutreffen wird. Und im Industriebereich sicherlich stärker noch, wie das im privaten Umfeld der Fall ist. Weil wir erinnern uns an Google Glass und die T-Shirts, die zu dieser Zeit kursiert sind, die mit dem Wort Glass auf eine unschöne Art und Weise gespielt haben. Und ich glaube, das zeigt schon ziemlich stark, wie im privaten Umfeld die Akzeptanz von solchen Systemen vielleicht aktuell sogar auch in der jüngeren Generation ist. Aber im industriellen Umfeld sind wir hier in einer ganz anderen Liga. Da geht es um die Lösung anderer Aufgaben. Und ich glaube, dass da die Akzeptanz stärker steigen wird, viel, viel stärker steigen wird, wie das vielleicht im privaten Umfeld der Fall ist. Also auch von der Vertriebsseite kann man die Aussage so unterstützen, da die meisten unseren wichtigen globalen Schlüsselkunden im Bereich Öl, Gas, Chemie und Pharma bereits ihre Reise zur Digitalisierung des Unternehmens begonnen haben und auf der Agenda ebenfalls die Applikation des Remote Workers mit den Anforderungen nach geeigneten Hardware-Komponenten auf der Agenda haben. Definitiv eine spannende Entwicklung und Ecom bzw. auch Pepperl und Fuchs grundsätzlich ist da ein Wahnsinnstreiber daran. Wir haben uns jetzt heute über viele Themen, viele Bereiche auch in der Produktentwicklung und den Anforderungen unterhalten. Vielleicht noch ganz kurz auch noch einmal in die Runde. Gibt es etwas, was wir noch unbedingt erwähnen müssen, was wir vielleicht bislang noch nicht gestriffen haben? Okay, wunderbar. Also dieses Schweigen nehme ich einfach mal als Zustimmung, dass wir wirklich alle relevanten Bereiche abgehandelt haben. Und sollten es trotzdem noch Fragen geben, liebe Zuschauer, dann können Sie die selbstverständlich stellen, jederzeit. Und die Experten sind für Sie da, also treten Sie einfach in Kontakt mit der Pepperl und Fuchs Familie. Nochmal an dieser Stelle herzlichen Dank in die Runde. Das war ein spannender Tag und ich freue mich auf Tag Nummer 3. Morgen dann blicken wir auf das sehr breite Thema Ultraschall. Machen Sie es gut.